Wir sind in La Antilla, Campingplatz La Antilla. Sigis Kommunikationsakku ist wieder aufgeladen. Ja, mit 1, 2, 3 Pärchen, glaube ich, ne? Ja. Sehr viel geschnackt haben. Einer hat uns die Kamera gezeigt, die ganz interessant sein könnte für uns, wenn wir eine kaufen können. In Portugal ist das noch nicht. Ja, sehr nett hier. Ein schöner Platz, billig, 15 Euro, ist auch in Ordnung. Und jetzt geht's weiter, jetzt geht's nach Portugal. Wir wollen jetzt bis zur Fähre fahren und dann wollen wir heute rüber machen. Genau. Ne? Okay, jetzt gucken wir mal kurz im Wasser. Weiter zur Fähre. Und jetzt? Nur die kleine. Ja, genau. Okay, die kleine Fähre fährt nicht. Die große muss fahren. Dann geht's weiter mit dem Radl. Vorne im Wasser stehen Flamingos. Wir sind wieder auf einem Via Verde. Oben die Wohnmobile. Dicht an dicht stehen sie da. Aber haben einen schönen Ausblick auf dieses Natur. Auf diesem Naturpark hier. Oh, das ist eine traumhafte Gegend hier. So schön. Kommt was? Ja, sorry. Ach Mann, du musst ja auch nicht so heizen. Ich werde hier noch vom Auto überfahren, weil ich so schräg fahre. Oh mein Gott. Ja, hier ist doch schön.
Hier machen wir jetzt eine Kaffeepause oder eine Frühstückspause. Super, passt. Die Fähre fährt sie, die, ja. Die erste Fähre, die fährt. Guck mal, da die Burganlage drin. Ja, voll cool. Guck mal, das geht gar nicht, ne? Das muss ja wieder umstellen. Oh je. Kinoview, das ja. Ist echt. Das Schild ist auch um. So, ciao, Spanien. Ja, war schön in Spanien. Überraschend schön. Ja. Ein Unfall in Spanien, ein in Italien und zwei Schlammattacken und eine schlimme Schlammattacke. Ja. Vom Blob attackiert. Genau. Mal gucken, wie es in Portugal wird. Da bin ich echt gespannt. Unser erster Campingplatz in Portugal. Wir checken gerade ein. Ja, mal gucken, wie teuer das hier wird. Auf jeden Fall scheint es ein recht großer Platz zu sein. Okay, also wir dürfen uns den Platz aussuchen. Hey, wir zahlen nur 10,80 Euro, voll cool. Sehr, sehr gut.
Oh wow. Wir haben ja richtig Pässe. Hey. Hier. Dö-dö. Ob wir die behalten dürfen? Weiß ich nicht. Müssen wir ihm die zeigen, oder? Ja, ich hab. Hola! Hola! Obrigada! Okay. Wir fahren. Nö, wir können noch laufen, haben wir Zeit, oder? Ja, hola! Hallo! Oh, das sind aber ganz schön harte Pinienzapfen. Eigentlich ist das ziemlich egal, oder? Es ist alles sandig. Na, da ist ja wenigstens ein bisschen Gras. Da unten, da ist es nicht so abschüssig. Oder da oben? Was ist das? Da unten? Da. Ja, können wir auch machen. Die schönen Blümchen mäht er jetzt ab. Da ist das Monstrum. Ja, gut. So, oder wie? Ja. Ja. Ist doch okay, hier links. Hallo Sigi. Hi. Na, wie geht's dir denn heute? Bedeckt. Willst du kurz sagen, warum? Es war schweinekalt heute Nacht. Ja. Und ich habe zwar gut geschlafen, aber ich bin oft aufgewacht und war durchgefroren. Mhm. Das ist nicht schön. Ja, jetzt geht's. Jetzt scheint die Sonne, es ist warm und wir fahren gleich los. Ja, wir fahren gleich los Richtung Tavira. Da gibt es einen Elektronikfachmarkt, da wollen wir mal gucken, dass wir. Was brauchen wir? Eine SD-Karte? Vielleicht können wir eine Kamera mal schauen. Eine Festplatte brauchen wir unbedingt. Eine weitere. Ja, ist ein bisschen blöd. Stumpf gerade. Wir sind in Portugal angekommen. Gestern haben wir uns total gefreut. Ne? Aber irgendwie ist auch ein bisschen. Vielleicht auch Trauer, dass wir Spanien jetzt verlassen haben. Keine Ahnung. Ja, vielleicht auch das. Das stimmt. Ja, außerdem haben wir erfahren, dass unser Haussitter vorzeitig geht. Wir tatsächlich ab 1. April niemanden mehr im Haus haben, ja, was ein bisschen schade ist, weil wir ja... Aber eigentlich haben wir auch damit gerechnet, dass irgendwann... Wir haben damit gerechnet und trotzdem haben wir gedacht, naja, das Jahr, zumindest mal gucken, tut sie wohl, was sie nicht vorhat. Also so, dass wir da wirklich immer im Rauchen müssen, mal schauen. Was natürlich auch den Schatten ein bisschen wirft, auf das wir müssen ja auch wieder nach Hause. Mhm. Und naja, da warten eben auch allerhand Probleme auf uns, was jetzt nicht so toll ist. Aber so ist das Leben, ne? Genau. Okay. Jetzt versuchen wir das hier halt noch ein bisschen zu genießen. Genau. Na, wir haben ja noch viel Zeit. So ist es. Und okay. Wollen wir nicht rumtrauern? Nein, wir trauen nicht rum, aber man kann ja auch immer sagen, dass nicht immer nur die Sonne scheint. Ja, ne? Ja. Genau. Wo sie echt scheint, ist echt cool. Es ist nachts richtig kalt gewesen, aber tags der Himmel ist blau. Ja. Ich zeige nochmal den Campingplatz. Hup. Der Himmel ist blau und der Campingplatz ist echt. Eine Sonne hier, ein bisschen Schatten, ist eigentlich total schön alles. Ne? Ja. Nicht direkt am Meer, ist auf einer anderen Straßenseite das Meer. Aber ansonsten, ja, die sanitären Anlagen sind ein bisschen alt, aber es ist auch schön. Museumsdorf halt ein bisschen, ne? Ist auch nicht schlecht. So, es geht weiter nach Tavira. Wir verlassen jetzt hier den Ort. Ja, mal schauen, was heute so kommt. Jetzt bringt wieder der Landweg. Mal gucken, ob wir das kaufen. Ja. Nehmen wir den Via Real. De Santo Antonio. Okay, ich wiederhole Euro Velo 1. Das ist ein schönes Gebiet hier, ne?
Chamäleon. Ich bin mal gespannt, vielleicht sehen wir eins. Das wäre ja wohl cool. Dann setzen wir uns in den Sand. Ja, geht doch. Also mal überlegt, warum haben sie Räder eigentlich so furchtbar geschlingert, als wir das ganze Gepäck draufgepackt haben. Und da ist uns Folgendes durch den Kopf gegangen gerade, dass bei diesem Fahrrad, warum allerdings der Gepäckträger gut 5 cm höher ist als bei anderen Rädern, so ein Stück die Tasche problemlos so ein Stück tiefer hängen würde. Bei normalen Rädern, aber bei normalen Utopias, hängt die da auch. Nur bei dem Pedelec nicht, wegen dieses Controllers. Das sorgt dafür, dass das ganze Gewicht hochrutscht. Ja, also zusätzlich zu den 5 cm hier, also erhöhter Schwerpunkt des gesamten Gewichtes, haben wir ja noch immer die 7 Kilo Gewicht vorne. Das heißt, gegenüber dem normalen Utopia haben wir hier die Erhöhung des Schwerpunktes und das große Gewicht da. Und natürlich das Gewicht durch die Akkus oder den einen Akku da. Deshalb ist es nicht vergleichbar mit dem normalen Utopia. Ich wäre sehr gespannt, ob irgendwann jemand mit dem Pedelec solche Reisen gemacht hat wie wir, also diese hohe Beladung auch hatte und das auch erlebt hat. Mit dem Schlingern, ne? Mit dem Schlingern. Ja. Das ja. Könnte sein, dass es bauartbedingt einfach schlingert, wenn du das hier bläst, weil es so hoch ist. Genau, was wir überlegt hatten, hier bei den neuen Taschen von Ortlieb oder bei den neueren Modellen, Dirk hat ja das alte Modell, da könnte man eventuell diese Halterung noch 5 oder 10 cm hochsetzen. Dann würde die ganze Tasche weiter runterkommen. Hier unten könnte man dann diesen Haken hier an dem Teil befestigen, sodass das dann auch ordentlich festsitzt. Das werden wir, denke ich mal, zu Hause einfach mal probieren. Hier lieber nicht, weil die Taschen brauchen wir noch. Und momentan geht ja auch alles. Das ist wohl wahr. Das lassen wir lieber sein. Aber das ist uns gerade so eingefallen. Und damit wir das nicht vergessen, dachten wir, wir nehmen das mal schnell auf und probieren das dann zu Hause mal aus. Ja, ja, die Konstruktion am Gepäckträger einfach ein bisschen anders überlegen, genau. Dass man die Taschen niedriger anbringen kann, ne? Weiter runter. Thank you.
hier nochmal eine Saline, ziemlich groß. Die Becken und da hinten sieht man den Salzberg. Wir sind in Tavira und das hier ist Tavira Garden. Das ist wahrscheinlich so eine Feensiedlung. Und jetzt sind wir den Campingplatz. Das ist richtig blöd, aber das ist ja auch nicht das erste Mal. Hier steht zwar ein Zelt, aber wollen sie nicht haben. So, jetzt musst du uns mal vorlassen. Danke. Hier gibt es eine Insel vor Tavira, wo es einen Campingplatz gibt und da kann man mit der Fähre hinfahren. Ja, auf dem Schild steht es, Ilha de Tavira. Wir gucken, ob die fährt und der Campingplatz geöffnet. Dann müssen wir nicht mehr so weit fahren. Oh, ist das hier schön. Nee, die haben wohl schon sich nachtfertig gemacht hier. Aber man kann ja mal gucken, wann die fahren. Aber es ist auch egal. Da sind die Fähren, die kleinen. Und hier ist alles zu. 15:50 Uhr. Schade, das ist ja gerade gewesen. Also haben wir uns entschieden, dass wir jetzt doch nach Olhau fahren. Das sind nochmal so, ja, 17, 18 Kilometer und da dann auf den Campingplatz gehen. Wir sind wieder auf der Eurovelo 1. Hier sieht er nicht wirklich gut aus. Mal schauen, wie sich das so entwickelt. Mückenalarm! Nachbar, komm auf! Mücken auch!
wir sind hier in Olhao angekommen. Es ist etwas dunkel, ne? Da ist unsere gemütliche Sitzecke. So,